Hi, schön, dass du hier bist. Schön, dass Sie hier sind. Wir werden gleich das Theaterstück Grauzone sehen. Und es ist vielleicht selbst geschrieben, aber es ist nicht frei erfunden. Solche Geschichten und Ereignisse passieren tagtäglich. Und gerade deswegen ist es so wichtig, da einfach mehr darüber zu erfahren und darüber zu sprechen. Und warum ich hier stehe, ich habe auch so eine Geschichte zu erzählen. Aber dazu später mehr. Liebes Tagebuch. Heute ist wieder ein richtig beschissener Tag. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich fühle mich, als wenn eine schwere, graue Wolke über mir hängt und mich einfach völlig einnebelt. Mein Leben fühlt sich irgendwie falsch an. Ich habe den Film gemacht, weil das Thema für mich eine ganz große Herzensangelegenheit ist. Und eine psychische Krise kann jeden treffen. Das Leben kann jeden vor besondere Herausforderungen stellen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns da öffnen und nicht die Augen verschließen, gerade in diesen Zeiten. Denkst du darüber nach, Schluss zu machen? Ich bin fest entschlossen. Dann geht es dir wie mir. Wir werden sehen, ob ich es mit dir zusammen mache. Wir treffen uns am Brunnen, im Park. Ja, ich finde, die Jugendlichen haben ein sehr, sehr eindrucksvolles Stück entwickelt zu diesem Thema Depression und lebensmüde Gedanken bei jungen Leuten. Hey Alter, gehen wir ins Schwimmbad? Heute passt es nicht, Jack. Warum nicht? Du sitzt doch eh nur hier rum. Ich kann nicht. Was ist los? Bist du krank? Du hockst nur noch in deinem Zimmer rum. Nun komm, wir waren schon so lange nicht mehr im Kino. Raff dich auf, ja? Komm, ich fahr auch. Ich will aber nicht. So if I die, just let me go. Auch wir gehen heute unseren Weg. Ja, wir biegen ab. Die Arbeit an diesem Theaterstück Grauzone war sehr spannend. Wir haben angefangen mit Gefühlen. Die Jugendlichen wollten gerne Gefühle auf die Bühne bringen. Was ist los? Habt ihr was von Julius gehört? Nein. War vielleicht deine Schwester. Ich? Elin, warum? Deine Schwester hat was mit seinem Verschwinden zu tun. Du wusstest, was er vorhatte. Hast du ihm eingeredet? Nein. Hast du vielleicht sogar runtergestoßen? Sag was! Verdammte Bitte, sag doch endlich was! Hey. Nein, lass die Scheiße noch mal! Jack! Sie soll endlich reden, sie hat Jules als letztes gesehen. Jetzt sag was, oder ich schwöre dir, hör sofort auf! Hey, endlich, du hast sie doch geknutscht! Ich, ist das alles, was du sagen kannst, oder was? Beruhigt euch! Nein, sie hat Jules als letztes gesehen, sie soll was sagen! Stimmt das? Du hast Jules als letztes gesehen? Klar, fragen sich jetzt manche Leute, warum macht man über so ein Thema einen Film? Und mir war es irgendwie wichtig, dass viele Leute dadurch, vielleicht kann ich dadurch Leuten helfen, ich hoffe es. Und dadurch kann man der Gesellschaft das Thema ein bisschen näher bringen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist auch, dass es viel um die Frage ging, soll ich reden, soll ich nicht reden, mit wem soll ich reden, hilft reden überhaupt? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die da auch gestellt wurden in dem Stück. Also ganz tolle Arbeit und auch ganz tolle Schauspieler. Also das Stück ist meiner Meinung nach sehr gut angekommen. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, weil es viele auch einfach wichtig finden, dass wir über dieses Thema informiert haben oder einfach darüber geredet haben. Und das sehe ich persönlich auch genauso. Denn meiner Meinung nach betrifft es einfach viel zu viele Menschen. Und genau aus diesem Grund kann man da einfach nicht sagen, nee, da reden wir nicht drüber. Also ich finde dieses Stück sau wichtig und sau gut. Also ich würde sagen, ansprechen, fragen, ob es etwas gibt, was derjenige erzählen möchte, nicht ausquetschen, aber Nähe anbieten, praktisch was mit ihm machen und immer wieder nachfragen, so sagen, dass er sich Sorgen macht. Vielleicht aber auch äußern, dass er ihn auch so, wie er ihn sieht, vielleicht auch weinend oder bedrückt oder gereizt, auch mag. Also das ist nicht so das Gefühl, warum bist du jetzt so? Kannst du nicht mitlachen, wenn wir alle lachen, sondern mehr, du darfst so sein, wie du bist. Ich schätze dich auch so und Interesse zeigen, so was zum Beispiel. Meistens wird darüber gar nicht gesprochen und es gibt ja immer einen Ausweg und das ist meistens dann nicht der Suizid, sondern vielleicht wirklich, dass man sich Hilfe sucht und nicht direkt alles beendet.
Ich finde, dass es keine Schande ist, sich einen Therapieplatz zu suchen. Und ja, das ist das Normalste auf dieser Welt. Ich selber war auch mal in Therapie und ist es so überhaupt nicht schlimm. Und ich kann es jedem empfehlen, auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, wenn man in so einer Situation ist, dass man Leute findet, denen man vertrauen kann, mit denen man reden kann. Denn man braucht manchmal Menschen, denen man sich einfach anvertrauen kann, wie es einem wirklich geht. Und auch gerade in diesem Stück sieht man ja, dass man dann rausgeholt werden kann aus der Emotion. Das ist für mich einfach eine super große Herzensangelegenheit. Und wenn wir damit auch nur ein Leben retten können, dann hat sich das alles schon rentiert. Dafür machen das ganze Team und alle Leute und die das Theaterstück geschrieben und gespielt haben, ich denke, wir sitzen alle im selben Boot, weil die Welt braucht das und wir machen einfach weiter.